Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des Schweinsleders, bei Madden 2016. Ja, Entschuldigung, die Saison ist leider schon vorbei. Aber für alle, die sich denken, wie überbrücke ich die Zeit bis zur nächsten Saison, zocken einfach eine Runde Madden. Ja, wie einige vielleicht wissen, habe ich bis jetzt eigentlich nur Ultimate Team gespielt. Ja, aber wir werden jetzt uns einfach mal den Franchise-Modus angucken. So, Cloud, Master Simulations, Play Solo. Schauen wir mal. So, Start a new Franchise. Auf geht's. Preseason Roster. Also, ich habe noch nie Franchise gespielt. Das ist jetzt für mich auch das erste Mal. Ne, für alle, für die das auch noch nicht gespielt haben. Rein. Ach, das ist auch so ziemlich mein erster Madden-Teil. Ich bin noch ein Frischling. Aber wie gesagt, ich habe das Ultimate Team sehr lange gespielt. Ich habe auch ein ganz gutes Football-Verständnis, ganz gutes Football-Wissen. Und ich sag mal, mit meinem Dreiviertel-Wissen werden wir uns da schon ganz gut. Am Anfang werde ich erstmal alles zeigen mit den Einstellungen. Wie gesagt, ich muss mich da erstmal so ein bisschen reinfinden. Und später, wenn es dann nur um die Spiele geht, halt, werde ich die Spiele so ein bisschen zusammenschneiden, weil es sonst einfach auch sich zu lange ziehen würde und es wäre auch einfach, denke ich mal, zu langweilig. Aber dazu später mehr. Jetzt choose a team. Oh, ich weiß nicht, ey. Oh, welches Team nehmen wir denn? Harte Entscheidung. Was haben denn die für ein Overall? Okay. Start your season with Wir können mal recommended settings. Starting If you wish Player to change roles or adjust Season options, use the tiles on Experience the right. Choose between Player. Okay. Carol ist unser Coach. Zedra Preseason and Season. Ja, Moment, wir machen das mal. Wir starten bei der Regular Season. Hiermit. Im Draft wird es dann in der nächsten Saison dann interessant. Wir starten einfach. Regular Season. Player, Coach. Was? Choose a team you play, earn XP, compare your legacy, control just your player. Nein. Sign, trade, draft player. Control offense and defense. Okay, das reicht uns. Ja, hier mit Owen, das ist mein. Entschuldigung. Seid ihr new Rookie Coach? Ah, wir nehmen einfach hier. Settings. Salary Cap, jetzt mal an. Skill Level Pro. Quarterlänge 4 Minuten reicht vollkommen. Collection Clock nehmen wir, das nehmen wir. Game Speed. Mal. Okay. Firing. Okay. Guckst du mal, muss ich das? Kann ich jetzt hier loslegen? Okay, use custom coach instead. Nein, will ich doch. As you load into Ah, your first okay. game, notice the Los. goals. Progress towards these goals will show up on the bottom ticker and near your player post play. Additionally, drive goals offered at the beginning of drives offer bonus experience opportunities. Okay, man kriegt anscheinend Coins und XPs. Aha, okay. Keine Ahnung, ich habe das noch nicht gespielt. Starting the league. Ja, Preseason. Also, Quatsch, brauchen wir nicht. Wir starten hier sofort Kick your voll. season off by starting your first game. Wenn ich mich recht erinnere, das erste Spiel der Seahawks war nicht gegen die Rams. Was muss ich jetzt hier machen? Advance. Ne, gegen Packers. Play Season Game. Ah, okay. Vier Notifications. Boah, Alter. Your League has.
Okay. Hallo? Okay. Okay, start playing here. Trade offers. Soll ich ihn für... So. Kevin Pierce. Ich müsste mir auch, glaube ich, erstmal irgendwie mein Team angucken. Ah, hier ist mein Team. Ah, geil. Russell Wilson. 94. Dahinter ist Tavares Jackson. Lynch Rawls auch stark. Tyler Lockett. Doug Baldwin, Jermaine Curse, Jimmy Graham, Alter, ja, 99. Okay. Okay, unser Center ist low. Alter, unser Right Guard. Oh, ja, ja. Okay. Ja, die O-Line ist auf jeden Fall verbesserungswürdig. Scheiße. Defense, wie sieht's mit der Defense aus? Die Defense muss stehen. Michael Bennett. Brenton. Chris Averill auch stark. Richard Sherman. Cam Chancellor. Jeremy Lane als Cornerback. Kann ich nicht nach Free Agents gucken für meine O-Line? Boah, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir testen das einfach erstmal. Aussieht hier. Er sagt, O-Line ist so. Was, do you want? Sure you want to quit connected. Nein, ich will doch jetzt. Ach hier, okay. Wie gesagt, lass doch mal. Wir machen jetzt einfach. So, erstes Saisonspiel. Die Trade Deadline geht noch ein paar Wochen. Vielleicht können wir bis dahin was machen. Ja, hier. Ah, das lohnt sich nicht. Wenn, dann muss ich irgendwas in meiner. Wie gesagt, erstmal starten wir erstmal ein Spiel. Hello everyone, I'm Larry Ridley and this is the NFL on EA Sports. It's opening week in the NFL and today we have two teams who are more than ready to get the season underway. It's the Rams going up against the Seahawks. Now let's get you out to the Rams Dome for this matchup. I did sand. Rams, die ja jetzt ab nächster Saison die LA Rams, glaube ich, der gemeine Football-Zuschauer schon gekriegt. So, Jungs, auf geht's. So, Tyler Lockett, the Rocket. Johnny Hacker, der Kicker. Den Kickoff beginnt die Saison der Seahawks. So, das Playbook gleich angucken. So, ja, ganz anders als das, was ich im Ultimate Team habe. So, Buch der Ausreden. Los geht's. Lockett. Okay, okay. Ah, okay. 26-Yard-Linie. Alles über 20 Yards ist gut. 27-Yard-Return. Aber. Da kommt er aus Feld. Russell Wilson. Songstats 0%. Ja, ist ja auch sagekräftig. So, ich würde sagen, wir fangen an mit ein ganz... Ah, das... Nein. So, Hauptempfänger Jimmy Graham, der aber gedeckt ist, werfe ich wohl auf R1 auf dem Bett. Hier wird die. Schauen wir mal. Ah, Lockett. Bei Kopf runter. Und das sind doch schon wieder fast 8-9 Yards, würde ich sagen. Ah, wunderbar. Geht's gut los. 2002. Werden wir mal. Da glaube ich, werden wir mal hier den
So. Lynch. Nein, das reicht nicht. Fuck. Das habe ich mir natürlich besser vorgestellt. Ja, unsere O-Line, die wird uns das Leben nicht wirklich leichten. Dritter und zwei. So, dann versuchen es einfach nochmal mit Marshawn Lynch. Oh, da ist er doch. Du, das reicht. Nein, der ist kein Kürzer, da ist der Jimmy Graham. Fleck? Für was? Come on, ey. Für was denn? Face Mask? Erst und 10, der Gegner steht. Jawohl, Facemask habe ich gesehen. Boah, Lynch, da ist eine große Lücke. 6 Yards wieder. Was ist denn mit dem Tokuafu? Komisch, ja. Kopf runter. Rubel sind auch immer sehr stimmige Typen. Pass. Nein, Wilson auf Wilson. Auf die linke Seite rüber, Lockett oder Baldwin. Oh, der Lockett. Lockett ist schnell. Ah, da geht er selber. Ein Yard. So, wir haben jetzt 4 neue frische Versuche. Und dann wir erstmal am ersten Versuch durchzujagen. Touchdown, Seahawks! Jetzt prügeln wir den Ball hier einmal durch. Die Prügel, perfekt. Ach, komm, ey! Schöner Fumble. The safeties are not there. They're outside. He did not take advantage of that coverage that time. The Rams take it from the 33. Komm, einer, nein. Boah, die kriegt er. Euer erster Versuch. Und nach draußen. Und die Zeit wird wieder. Ach, das gibt's doch gar nicht, ey. Henna. Very smart. Gets out of bounds and stop the clock. Bowles got it in the gun. Hat er auch, ey. Ja, scoren werden sie auf jeden Fall. Jetzt gibt es erstmal eine Auszeit. Oh, 4 neue frische Versuche für 5 Punkte. Third and goal from the 5. Auch voll scheiße geworden. Alles klar, dann gehen wir mit einem Field Goal hier aus der Sache raus. Ganz gut leben. So that's got to give them confidence. And anytime you're close going into halftime, you got to be happy about that. Thomas has got it on the return. Oh. Ah, komm. Runs it out to about the 27. Get him involved in the game. Give him 33 Eckfick. So he can pick his confidence up and he can be a part of the game. Ach, den Fang. The Seahawks are going to this snap. Oh, die Doppel-Coverage. Oh, nein, er ist die Interception. Aber. Macht sich nicht gut in der Statistik. Ist aber fürs Spiel vollkommen gut. Jetzt sind noch 4 Sekunden auf der Uhr. Ah, das hat schon so leicht nach das hat schon gerochen. Ah, nichts von uns. Okay. He wants to return this one. Ach, fuck, ey. He's brought down at the 30-yard line. On the right side, split out wide. The Seahawks take it from the 30. Er ist doch blank. Das habe ich in der Aufstellung schon gesehen, dass der blank ist. Die 3 Yards, schön. 5 jetzt nach vorne, 2 zurück. So.
ein Freiwurf haben wir jetzt. Ein Jahr. Sagen. Da jetzt alle mit dem kurzen Lauf rechnen, werde ich mal gucken, wie schnell der Lockett hier ist. Und zwar ist der ziemlich schnell. Touchdown. Perfekt, ey. Ja, das ist so ein bisschen smart, ne? So alle rechnen jetzt Lynch nochmal für ein Yard, aber dann hat er den Vorsprung. Er kommt perfekt, der Ball natürlich. NFL, of course you need talent, but you need energy. And that's what defense is about. Nein, ey. Was war das denn für ein Spielzug, ey? Ja, jetzt wird es schon schwierig für die, aber wenn jetzt noch ein Reception oder ein Fumble kommt, den ich covern kann, dann ist er natürlich hier mit Game Over. Final quarter underway now with this. Ja, ich ist doch. Oh, das war natürlich extrem los. Wer hätte nicht fangen dürfen, hätte einfach dem Incomplete Pass hätte droppen lassen sollen. Das war jetzt der Allermurks dafür. Minus 7 Yards, den er zu fangen. Ah, fuck, warum ist da keiner? Fumble! Und Recover, das war's. Bobby Wagner. Fumble Recover. Ah, richtig. Das war ein richtig guter Hit. Damit ist das Ding hier gelutscht. Gibt's davor noch mal eine Zeitlupe? Bam! Richtig schöner Hit. Ja. Nein, ey, das war doch nicht schlecht. Ich wollte erst erzählen, ey. Ultimate Team. Ach, ich habe schon ewig keine Interception mehr geworfen. Jetzt fange ich hier im Franchise an und werfe im ersten Spiel gegen die Rams sofort zwei Stück. nein, ey. Ich hätte den hier vorne anwerfen sollen, nicht den hinten. Fuck. Ah, shit, ey. Ich hoffe, Luke Wills werfen. Jetzt gewonnen, nichts von. Könnte so bleiben. Ah, come on, ey. Macht's nicht. Hinter den Ball noch ran, aber das reicht nicht. Ah, wäre ein schöner Sack gewesen. Mann. Aber das reicht schon. Schön den Druck auf den Quarterback. Hat er nicht wirklich viel Zeit, den Ball loszuwerden. Ach komm, was soll der Geist? Wir faken das er nicht einfach mal. Steht doch nichts. Oh, da ist er sofort. Ey, da habe ich gar keine Zeit, irgendwas zu machen, ey. Egal. Ah, es war schlecht. Big Foles? Keiner. Nein, keiner hat ihn. Das war's. Zwei Touchdowns reichen aus, um das Spiel hier zu gewinnen. Ja, da machst du ein langes Gesicht. Schnurres. You put it out in the field, you're not sure what your team is going to do, and then you go out there and you win. Och, man, Mann, fürs erste Spiel. Really Sieg ist Sieg. Auch wenn ich das... Ja, ich bin mit dem Spiel auf jeden Fall überhaupt nicht zufrieden. Ich werfe zwei so dumme Interceptions, ey. Ja, jetzt am Ende hätte ich jetzt viel Go machen können. Ja. So for Bill Sims and all the crew at EA Sports, Jim Nantz saying so long for now. 168 Rushing Yards. Ja, einen Fumble habe ich recovered und zwei Interceptions geworfen. Kann ich den hier? Box Scores? Nein, das nicht. Ach, jetzt habe ich XP. Ah, cool. Upgrade your team. Ich mache einmal manuell an. Ja, gucken wir mal rein, was das ist. To spend. Wie viel habe ich denn überhaupt? Schön. Ich würde gerne was an machen. Also die haben jetzt XPs gesammelt und die kann man dann anscheinend benutzen. Aber das ist auch voll über 50. Glonkowski. Select. Available.
Okay, der bräuchte. Ah, okay. Awareness. Stark ist er. Passblock. Awareness. Also braucht er dann jetzt 131 P. Ist ja nicht viel. Okay. Toughness. Ich mach das einfach. Once you're ready, go ahead Fuck. and select Advanced Week to get to your next game. Auto upgrade. Okay. Boah, 68er Right Guard, ey. Ja, im Right Guard, da muss ich was machen. Der ist natürlich scheiße. Nun gut. Ah, Advance to next week. Gegen die Packers, wenn ich das richtig gelesen habe. Check out game prep before this Dann week's schon, game to earn denke XP ich and mal, boost einen player Tacken schwerer als confidence. gegen die Rams. Patience. Okay, Start Game. SP. Okay. Was ist denn hier in History? Das ist, glaube ich, so eine Spielerentwicklung, ne? Okay. Ja, jetzt nach der ersten Woche kann man nicht viel was ist denn hier Earn Experience? So Minispiele? Game Preparations Hour. Okay. Earn XP for any player of your team. Select. Whole Team 10 Hours. Ich sage, ich möchte nur meine O-Line verbessern. Die Time Remain. Okay, das ist jetzt nach dem Training. Also er hat hier also. Okay. Okay, so. Ach. Oh, steht doch Start Activity. Guck mal, jetzt hat er XP gekriegt. Ah, okay. Sweezy. Blonkowski. Pfeife, ja, wunderbar. Habe ich das auch verstanden. Okay. Das kann man machen. Dann werde ich dann, denke ich, jetzt erstmal meine O-Line richtig pushen. Weil. Ah, das geht nicht. Graham Ledger schon 99. Alles klar. Haben wir so ein bisschen schon mal den Einblick in das Spiel gekriegt. Da würde ich sagen, boah, ich habe jetzt 50 Minuten aufgenommen. Das werde ich auf jeden Fall zusammenschneiden, weil das sonst todeslangweilig ist. Und da würde ich sagen, sehen wir uns bei Week 2 gegen die Packers wieder. Bis dahin. Moment. Bis zum nächsten Mal. Da ist die Pille.